Ja, gerade dass das Jahr so stark war, ist wirklich einfach nur ja, unbeschreiblich, dass ich jetzt auch dafür geehrt wurde, noch mit dieser ja, Auszeichnung, die doch sehr besonders ist. Von daher ja, ist es einfach eine große Ehre. Ich freue mich und ich weiß, dass es meine beste Saison war und es ist schön, dass eben jetzt auch noch mal hier als Auszeichnung erhalten zu haben. Ja, aber nicht so viel, alles ganz ruhig, weil ja, es geht direkt weiter. Die Saison beginnt bald und von daher steht das im Fokus. Ja, bisher ist natürlich erstmal die Hallensaison geplant und das ist das Nächste, was ansteht. Und darauf versuche ich mich zu konzentrieren, versuche da besser zu sein als dieses Jahr in der Halle. Und dann bin ich auch offen und gespannt und ja, frage mich dann auch natürlich, was da alles so passieren kann, wie es laufen wird und freue mich einfach drauf. Ja, schönes Kleid anziehen und lächeln und ein paar Worte sagen, das ist doch einfacher als zu WM-Gold zu kommen. Ja, natürlich. Also für mich, wenn ich jetzt der Einzelsportler des Jahres gewesen wäre, da wäre für mich das Team viel wichtiger gewesen, weil ich bin einfach ein Teamsportler, ich bin ein Teammensch. Ich weiß, dass ohne das Team geht es einfach nicht und da bin ich sehr glücklich darüber, dass wir das heute geworden sind und das freut mich für uns alle. Ja, wir haben eine Skiflug-WM. Da möchte man natürlich eine Medaille machen. Das ist wirklich, wirklich einer meiner Kindheitsträume neben dem Weltcup-Sieg beim Skifliegen. Das will ich unbedingt realisieren, da mit der Mannschaft eine Medaille zu machen, egal was für eine. Das ist mir sowas von egal. Und natürlich die Verschanzentournee ist natürlich wieder im Fokus. Und sonst möchte ich einfach ganz normal gut Skispringen genießen und verletzungsfrei bleiben. Ja, also für mich krönt es natürlich das für mich perfekte Sportjahr 2019. Und es ist der wichtigste Preis, den es in Deutschland für Sportler gibt. Und ich muss ehrlich sagen, unter den vielen Top-Leistungen, die dieses Jahr deutsche Athleten gebracht haben bei Welt- und Europameisterschaften, ausgewählt zu werden, ist ja, Wahnsinn und hätte ich vorher überhaupt nicht mit gerechnet. Also es gibt nur eine Sache, die mehr wert wäre als ein WM-Titel und das wäre ein Olympiasieg oder eine Olympiamedaille generell, aber der WM-Titel steht doch schon über allem. Wir werden mal sehen. Also jetzt wirklich erstmal durch den Winter kommen und dann, wenn ich verletzungsfrei bin, können wir nächstes Jahr gucken, wie es denn dann aussieht. Und ich meine, dann bin ich immer noch 22, auch 2024 wird es noch eine Chance geben, hoffentlich. Also wir werden sehen.